Sag mal zu, wir sind Eisen von Pennymark. Heute beschwimmen wir wie Pennymark. Halte mit Eisen, wir hängen das Bein aus dem Boden. Was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ach du Scheiße Aqua. Ach du Scheiße Aqua. Mit keinem geringeren als eurem Host Aqua, der euch letzte Woche im Stich gelassen hat. Ich muss mich zunächst erstmal entschuldigen, dass letzte Woche keine Folge kam. Ich hatte einfach sehr viel zu tun. Das ist eine schlechte Ausrede, ich weiß, aber es ist ein Fehler dazwischen gekommen. Warum redest du immer nur Scheiße, Bro? Falls ihr Bock auf Kunst habt, dann begleitet mich jetzt runter ins Atelier. Es gibt ein neues Atelier, das werde ich euch jetzt gleich zeigen. Wir hatten so ein paar kleine Probleme mit dem Raum, weil der war einfach zu klein. Und wir haben jetzt einen Mehrzweckraum umfunktioniert zu einem Atelier und zu noch was anderem, das zeige ich euch gleich. Dafür könnt ihr mich aber jetzt begleiten und wir gehen in den Keller. Das ist noch nicht das neue Atelier. Wir nähern uns mit großen Schritten. Wilko? Sei gegrüßt! Ich habe die falschen Teile. Ich nehme gleich einen anderen. Ich bin hier noch reingehauen bekommen, bestimmt, oder? Ja, das hier wird die Vorrichtung, um die Kunstwerke zu befestigen, beziehungsweise das an der Wand zu befestigen, um dann die Kunstwerke aufhängen zu können, damit die frei schwingen. Cool, das sieht sehr cool aus. Ja, perfekt. Hast du hier schon geübt? Nee. Ja, das ist alles andere als irgendwie Beton oder was. Das ist eigentlich gut, wenn dieses Ding verschwindet, ne? Egal. Im Eifer des Gefechts habe ich ein wichtiges Utensil vergessen. Und zwar gehe ich jetzt schnell zurück ins alte Atelier und grabbe meine Sprühfarbe. Denn nicht nur die vier Elemente des Hip-Hops, sondern auch das Hauptelement meiner künftigen Kunst baut auf Graffiti-Farbe auf. Und ja, das zeige ich euch jetzt gleich. We in this bitch and it's a go. Qualitative Sprühfarbe, natürlich vom Farbenfachhandel Action, wie man hier unschwer an diesem Logo erkennen kann. Ist die Marke Spektrum, wahrscheinlich dem einen oder anderen Maler und Lackierer bestens bekannt. Wir haben hier vier verschiedene. Wir haben einmal Gold, Silber, was ist das? Weiß und natürlich Schwarz darf nicht fehlen. Fully loaded. Das ist der Vorraum des Ateliers. Da kann man ganz viele verschiedene Sachen machen. Ich kann hier mit Holz arbeiten, kann bohren, sägen. Man kann, natürlich 404 Sound. Das steht ja für ein verstimmtes Klavier zum Spielen. Scheiße. Und natürlich Radsport. Kommt hier auch nicht zu kurz. Super Gas, bin auf Schadstoff. Park vor der Tür wie ein Arschloch. Hier gibt's allerlei Equipment. Die nächste Folge Perlen aus der Tiefgarage. Haben wir hier schon ein paar Giovanni Rims. In lächerlichen 13 Zoll. Was ist eine Sauerei. Ja, das ist das erste Kunstwerk aus dem neuen Atelier. Ich will gar nicht. Okay, Leute, cheers. Ich liebe die Spieler. Ich weiß, was ich gestern gemacht habe. Die liebt das einfach. Die ist verrückt. Soll ich dir was zu essen bestellen? Krank die Frau. Bist du aufgeregt? Drei Würfe hast du jetzt? Ja, also so ein bisschen aufgeregt. Ich habe eben 3x0 extra gemacht, damit ein anderer, auf den ich all mein Geld gesetzt habe, auf die 1 kommt. Deswegen jetzt seid gut dran. Jetzt seid gut dran. Noch ein? Ja, ja. Deswegen hast du den Nulli raus. Okay, okay. Wir sind gerade am Drehen. Was war das? Team 8, du Scheiße Aqua hat ein bisschen underperformed. Warte. Kriegst du 13 Dinger mit der Musik? Denkst du, du kannst gewinnen? Erst dachte ich, ich könnte gewinnen. Ich habe gerade 2 Runden geübt und die waren ganz schlecht. Also keine Ahnung. Thank you.
Ach du Scheiße, Aqua. Oh, jetzt riecht's schon. Das hatten wir bei der 15, 16, das ich hatte heute, wenn wir jetzt... Da ist auch schon ein ganz bisschen rauchig jetzt. Hat das funktioniert? Ich dachte, weil du wolltest schnell. Nee, ich habe mir die Finger nicht verbrannt übrigens. Danke Wilko für deinen Beitrag. Fand ich total. Erscheint es also glaubwürdig, dass dies genau in jenem Moment geschah, als ich Telekinese experimentierte? Das ist so gut. God damn it, Alter. Vergiss nicht, wie es war, denn mit dir war nichts mehr wahr. Du bist deine Bitch, Bill. Vergiss nicht, wie es war, und jetzt bist du nicht mehr da. Gefühle sind so echt, Bill. Yeah. Ja, Freunde, wir sind jetzt gerade hier angekommen in Adana am Flughafen. Seven Birizan, Seven Timudur, Asveti, Tatürba.